Servus, Gary mal wieder da. Wir spielen jetzt wieder mal ein bisschen Scribblenauts. Ich Trottel habe aber leider die letzten zwei Aufnahmen ein bisschen versaut. Ich habe vergessen, den Ton aufzunehmen und dann habe ich nur meinen Mund aufgemacht, aber es ist nichts rausgekommen. Normalerweise, wenn ich den Mund aufmache, kommt auch was rein. Wenn ihr versteht, was ich meine, aber wollen wir doch nicht gleich mal pervers sein hier am Anfang schon. Ich habe eigentlich nur zwei Levels gemacht, also wirklich nicht viel. Und wir fangen jetzt mal an mit einem neuen Gebiet. Wir haben ja hier noch dieses Gebiet freigeschaltet. Dann später geht es noch daher. Dann 24, dann 30, dann 40, dann 50 und dann ist das Spiel vorbei. Ja, mal schauen, wie lange es dauert. Ich weiß es nicht. Mal schauen. Ich labe immer so viel. Deswegen dauert es immer viel, viel weniger. Also, wir gehen jetzt mal zum Greifwiss-Grupphaus. Ich habe Angst, das sind sicher Geister. Ah, ja, schaut mal, ein Gargoyle. Ich hasse die Gargoyles. Die sind immer so, oh mein Gott, das ist ja voll furchtbar hier. Bekomme ich gleich Angst ein bisschen. Da ist sogar eine sprechende Puppe. Und eine Handpuppe, besser gesagt. Ich habe eine Waffe dabei, also ich bin gewappnet, sagen wir mal so. Wenn irgendwas passiert, dann kann ich mich natürlich retten. So. Was ist denn das für einer? Was will denn der? Dieser Sarg ruft Dinge ins Leben. Ja, was soll ich da jetzt machen, wenn dieser Sarg Dinge ins Leben ruft? Soll ich reinscheißen oder was? Dann kommt Scheiße raus. Ne. Was soll ich denn da jetzt machen, bitte? Dieser Sarg. Angreifen. Ich erschießen. Warte mal, geh weg da. Ich erschieße den jetzt. Ich mach den jetzt kaputt. Ne, geht ja gar nicht. Toll, jetzt komme ich da gar nicht mehr raus. Komme ich nicht mehr raus, ich brauche Flügel. Wartet mal kurz, ich muss Flügel machen, dann kann ich fliegen. Flügel. So, der Körperteil. So, mach mal an da. Jetzt kann ich fliegen. Cool, oder? So. Passt auch vollkommen hier irgendwie zu diesem Style. Wir hätten gerne etwas zum Spielen. Wollt ihr ein Puppenhaus? Puppenhaus, das habe ich auch gehabt, wo ich klein war. Da haben meine Eltern schon gewusst, dass ich ein bisschen anders bin. So, da habt ihr ein Puppenhaus. Ja, damit habe ich auch immer gespielt, weil ich ganz klein war. Okay, so, gehen wir mal nach oben. Was haben wir denn da? Da haben wir das... Oh, was ist denn das? Wie viel Furcht einflößen das sein? Okay, Notizblock verwenden, Additiv hinzufügen. Groß. Wenn du groß bist, dann bist du... dann bist du Furcht einflößen. So, jetzt bist du eine Große. Arachnophobie. Ich glaube, das ist die Angst vor Spinnen. Kann das sein? Ich weiß es nicht. Da sind wieder irgendwelche scheiß Kinder. Aha. Ich mag keine Kinder. Mag ich nicht. Ich bin abgeneigt gegen Kinder. Max, du da oben. Belebe mich wieder. Notizblock. Adjektiv hinzufügen. Lebendig. So. Lebende. Ja, ist ja wurscht. Du lebst halt wieder. Flieg, du Schwein! Jawohl. Gute Arbeit. Du hast genug Starrights gesammelt, um die neue Welt freizuschalten. Geh mit den Starrights schon wieder zu Lily. Ja, komm, gehen wir mal ganz kurz zu Lily, dann können wir wieder da zurück. Wir verwandeln sich immer mehr und mehr in Stein. Ist nicht schön. Mm-mm. So. Oh, ein Piratenschiff. Ahoi, Matrose. Oh, du wirst beschossen. Pass auf. Oh Gott, wenn das ist kaputt. Irgendjemand hat dein Schiff kaputt gemacht. Ach du Scheiße. Das waren sicher Piraten, waren das ganz böse. So. Ah, wir haben jetzt sogar noch ein neues Level freigeschaltet. Aber ich bin ja nicht mal hiermit fertig. Was soll denn das? Ich möchte eins nach dem anderen machen. Lasst mich mal in Ruhe da. Oder bin ich einfach so gut? Ich glaube, ich bin einfach so intelligent für das Spiel, dass ich so schnell weiterkomme. Ich glaube, ich bin viel zu klug, Leute. Ich bin einfach ein Intelligenzbolzen, bin ich. So, ah, da kann man auch nach oben. Schaut mal, da kann man ja... Ah, da komme ich da hin. Komm, die schieße ich jetzt ab. Ich habe keine Pistole mehr. Tust du mir was? Komm mir nicht zu nahe, ich sag's dir. Ich habe Pfefferspray in meiner Hosentasche. Ja. So, was ist denn das hier? Komm näher, um mich zu starten. Ja, aber ich komme da nicht hin. Dann komme ich denn da rauf? Okay, gehen wir mal wieder runter. So, dann gehen wir mal da hinauf. Und dann muss ich da durchfliegen, wie es ausschaut. Mach den Dachboden etwas gruseliger. Ja, ich mach da dann ein Skelett hinauf. Warte mal. Nee. Ich brauche noch mal Flügel, weil ohne Flügel komme ich da nicht hoch. So, Flügel. Machen wir mal Engel. Ich bin ein Engel. So, und fliegen wir nach oben. Nach oben. Ja, ich kann auch super Dutch. Ich muss den ein bisschen gruseliger machen. Machen wir mal ein Skelett hin. Dann ist das schön gruselig. So, ein Skelett. Da. So. Bitteschön. Hoppala, das ist abgestürzt. Das wollte ich aber nicht, tut mir leid.
Hat sicher weht an der Arme. So, Skelett. Nimm ich eine Schelle. Eine Schelle bekommst du gleich, du blöde Hand. So. Ist doch gruselig, oder? Naja, egal. Komm näher, um mich zu starten. So, ich bin ja schon da, mein Freund. So, Geisterjäger. Finde die Geister und befreie sie. Bin ich jetzt da ein Ghost Hunter, oder was? Ja gut, macht auch Spaß. Ab und zu. Und die verstecken sich jetzt, oder was? Aha. Das, wer ist das nicht? Befreie das Haus von den Geistern. Gib Maxwell zuerst etwas, mit dem er Übernatürliches sieht. Eine Brille. Nein, doch nicht. Nämlich über eine Röntgenbrille. Kann das sein? Eine Röntgenbrille, dann sieht er was, oder? Könnte das sein? Warte mal, eine Röntgenbrille. So. Ja, jetzt haben wir so 3D alles. Ich verlasse dieses Haus. Gib mir 3 Dinge zum Spielen. Also, ich hätte Lebenskugeln, ich hätte einen Dildo und einen Vibrator. Ist das okay? Ich glaube nicht. So, okay, ja, machen wir noch mal ein Puppenhaus, weil wir es gerade davor schon gehabt haben. Puppenhaus, so. Und hin da. Okay, dann kriegst du noch eine Puppe, weil wir schon beim Puppenhaus sind, dann kriegst du auch Puppen. So, eine Puppe, Spielzeugpuppe. So, bitteschön. Und dann, wenn wir schon da dabei sind, kriegst du noch, was kriegst du noch? Was bist denn du schon wieder? Magst du eine Saufel haben? Nee, eine Saufel, nee, das ist nicht gut. Was könnte man denn noch machen? Ich weiß es nicht. Ich bin gerade ein bisschen überfordert. Was kann man denn noch? Ein Teddybär. So, Teddybär. So. Ja. Magst du noch was? Was willst du? Ich verschwinde erst, wenn ich die Hochzeit bekomme, die ich verdiene. Gib mir 3 Dinge, um mich zu befreien. Geld, Auto. Geld und Auto. Ja, was wollen denn sonst Frauen? Die Frauen wollen das ganze Geld vom Mann und stehlen sich dann alles. Ein Haus, Geld und Auto. Ja, alles nehmen uns die Frauen. Aber gut, dass ich schwul bin. Ich mag ja keine Frauen. Aber die Männer sind auch nicht besser. So, was machen wir denn jetzt da? Sie will, ja, Geld. Komm, da, Geld. Was sagen wir es halt mal? Die Bitch mag sicher Geld haben. Bin ich mir sicher. Da hast Geld. Doch nicht. Gib mir 3 Dinge. Warte mal, ein Mann. Da hast du einen Mann. So, ein Mann. Dann einer, der sie traut. Machen wir mal einen Priester. So, ein Priester. Ein Ordensbruder. Kein Baba-Bruder. So. Ne, doch nicht. Dann schleicht ich wieder. Aber jetzt hat sie mal einen Mann und sie hat Geld. Dann braucht sie nur noch ein Auto, oder? Warte mal. Ich bin erst, wenn ich die Hochzeit bekomme, die ich verdiene. Gib mir 3 Dinge, um mich zu befreien. Ich hoffe, dass ich da gut reinspricht, weil ich habe gerade nicht volle Lautstärke gemacht. Ich hoffe, das passt. So, habe ich hier jetzt noch einen Hinweis, bitte? Ja. Mir fehlt ein Ring. Oh, ein Ring. Ja, Mann, ich bin ja so doof. Ich brauche natürlich einen Ring. So, Ring. Da hast du einen Ring. Der Hochzeitsfeier. Traualtar? Kann das sein? Ein Traualtar? Sorgfalter? Talber, Tartat. Mann, leck mich doch am Arsch, hey. Taka, taka. Ja, machen wir mal taka, taka. Was ist taka, taka? Da hast taka, taka. Ich weiß nicht, was das ist, aber ist ja was. Ja, jetzt muss ich noch, Leute, ich muss noch 18 Sekunden warten, weil ich mir nicht einfällt, was die blöde Kurz noch da haben will. Sie hat einen Mann, sie hat einen Ring. Was braucht sie denn jetzt noch? Sie braucht jemanden, der sie traut. Warte jetzt mal, ich versuch's mal nochmal. Nochmal so einen Priester, einen Schweinepriester zu holen. So, Priesterkirche, so. Bitteschön. Ja, es hat funktioniert. So, was bist denn du für mich? Ich sitze hier schon seit langem fest. Gib mir 3 Relikte der heiligen Kirche und ich kann dieses Ort verlassen. Ah, leck mich doch am Arsch. Kriegst ein Kreuz da. So, ein Kruzifix. So, komm her. Wo bist denn du, Idiot? Da. Bitteschön. Dann kriegst du noch die Bibel. Gibt's ja keine Bibel? In diesem Spiel gibt's keine Bibel, Leute. Oh mein Gott. Okay, dann halt nicht. Ah, warte mal, ich hab's ja falsch geschrieben, ich Trottel. Bibel, ich hab sie auf Englisch geschrieben. Ja, deshalb denkt sich trotzdem nichts. Braucht 3 Relikte. Jesus.
Jesus. So. Nicht Jeans. Ich will Jesus, nicht Jeans, verdammte Scheiße. Okay. Gott. Oh, sorry, es ist mein kleines Bäuchchen das. Da hast Gott. Möge die Macht mit dir sein. Ah ne, das sagt er ja gar nicht. Das ist ein anderer Gott wiederum. Ich warte jetzt nochmal ganz kurz. Ich weiß nicht, was er noch braucht. Ich meine, da hat ein Kreuz, da hat ein Jesus oder ein Gott besser gesagt. Was magst du noch, du Trottel? Magst du eine Ordensdame oder magst. Warte mal. Ich weiß schon. Ihr wisst ja. Die sind ja ab und zu ein bisschen pädophil, wisst ihr? So, kriegst du ein Kind. Okay, das winkt sich doch nichts. Vielleicht ist das ja nicht. Alles, was man in einer Kirche findet, ist in Ordnung. Was findet man denn alles in einer Kirche? Weihwasser. Da, du Trottel. Ich bin so gut. Ich war als längstes in diesem Haus. Gib mir drei Dinge, die ich zu Lebzeiten wollte, damit ich endlich gehen kann. Was soll ich denn wissen, was du haben wolltest, du Volltrottel, da? Muschis und Geld? Was denn sonst? So, geh mal runter da. Ich möchte zu dem Idioten da wieder runter. So. So, go. So, was mag er denn? Ich war es längste Zeit in diesem Haus. Magst du ein Schwert haben? Ne, mag er nicht. Außerdem schaut es aus wie von Cloud von Final Fantasy 7. Kennt ihr das? Ja, so schaut es aus. Was sind denn so ein Ritter? Eine Prinzessin vielleicht? Warte. Prinzessin. So, bitteschön. Ja! Magst du eine Burg? So, komm, kriegst eine ganze Burg für dich. Tja, da. Und ein Pferd kriegst du noch. So. Mann, ich bin gut. Ich habe das Ganze allein gelöst, ohne Hilfsmittel habe ich das gemacht. Normalerweise brauche ich immer ein bisschen Gleitmittel, um hineinzukommen ins Spiel, aber jetzt habe ich es auch so geschafft. Oh ja. Wir sind wieder fertig, Leute. Und weiter geht's. So, dann können wir das Level mal wieder verlassen. Das haben wir nämlich auch schon geschafft. Dann gehen wir gleich zum nächsten, der Metapherwald. Bin ich immer gespannt, was das ist. Ah, das ist aber schön hier. Ich hoffe, man hört mich laut genug. Ich bin mir nicht ganz sicher, sonst mache ich halt alles ein bisschen lauter. Macht ja nichts. Man kann es ja alles im Nachhinein schön machen. So. Fangen wir mal mit dem Dodel da an. Was will der? Hilft dem Pathfinder sein Verdienstabzeichen zu bekommen. Okay. Machen wir doch. Wir sind halt so sozial. Ne? Wir sind halt so nett. So. Ja, und wie soll man das denn bewerkstelligen? Hilft dem Pfadfinder sein Verdienstabzeichen zu bekommen. Gib ihm zuerst ein Werkzeug. Okay, um Baumstamm zu schnitzen. Du brauchst eine Säge, du Vollpfosten. So, da hast du eine Säge, du Arschloch. Ja, natürlich macht er gleich so ein Ding. Ja, ist ja logisch. So. Feuersicherheit. Ja, mit was lässt man denn das? Natürlich mit einem Feuerlöscher. Feuerlöscher. So. Bitteschön. Okay. Um die Wunden des damit zu heilen, dann braucht er Verband. So. Das ist so einfach, dass man das so schnell durchrennt. Das ist ein Wahnsinn. Zeit zum Zielschießen. Gib dem Pathfinder als erstes richtige Schutzausrüstung. Okay, dann Rüstung. So. Da. Nee, das wollte ich nicht, der Trottel da. Rüstung will ich, verdammte Scheiße. Da, ein Brustpanzer kriegst. Ja, Brustpanzer. Da. Jawohl. Jetzt ist es in der Zeit zum Zielschießen. Gib den Pfadfinder eine Waffe zum Üben. Okay, da bekommst du einen Raketenwerfer. So. Bitteschön. Also, dass ein Pfadfinder mit Raketen schießen muss, hätte ich mir nicht gedacht. Hat es geschafft? Ja, bravo, er hat es geschafft, Leute. Gibt es einen Daumen hoch, er hat es geschafft. So. Es ist jetzt fertig. Ja, dann hole ich mir mal den blöden Starlight.
Das war jetzt ziemlich fix, war das. Zack, zack ist das gegangen. Rucki, zucki, zacki, zacki. Und durch sein wir. So, noch ein Starride. Oh ja, Mann, ich bin so gut. Ich bin so gut. Alles klar, wir werden jetzt aber hier noch ein bisschen weitermachen, weil wir schauen mal. Diese Insekten sind zahllos, hilfsmäßig fernzuhalten. Ja, da kriegst du ein Insektenspray. Insektenspray. So. Bitteschön, da kannst du sie fernhalten. Ne, dir wollte ich es geben. Entfernen. Jawohl. So, haben wir schön gemacht. Was ist denn das da? Das ist nicht bequem zum Schlafen. Beschaffe etwas Besseres für den Look, sagt Touristen. Schlüpft ein Bett. Da, bitteschön. Ja, nicht für dich, du Trottel. Steh auf. Okay, schlafen in den Elementen. Naja, ich weiß nicht, was das für einen Sinn macht. Meine Nase ist nicht gut genug, um alleine Trüffel zu riechen. Ja, da brauchst du ein Trüffelschwein. Warte mal, ein Trüffeldings. Trüffelschwein. Da. Yay, Trüffeljäger, Mann. Ich bin so gut. So, was ist denn da los? Braucht der Vogel was? Nein. Brauchst du was? Was machst du denn da oben überhaupt? Ich habe eine Bigfoot-Hülle gefunden. Brauche aber etwas zum Dokumentieren. Machst du Kamera? Da kriegst du eine Kamera. So. Bitteschön. Oh, der Arme läuft weg. Schaut mal. Das ist ja runtergefallen, Mann. Du bist so böse, bist du. So, was muss man da machen? Ich nehme dir das Ei weg. Nein, mach mal nicht. Ich bin nicht böse. Ich bin nicht böse, ich bin gut. So, was bist denn du? Verhindert, dass der Jack diesen Baum fällt. Ich habe kein Werkzeug. Wie soll ich ihn verhindern, dass der das macht? Hippie. Warte einfach zum Hippie. Die sind einfach nur hip. Ich habe kein Werkzeug. Aber ich will ja nicht, dass du das kaputt machst. Da ist ein Vogel, Leute. Das kann man nicht zulassen, sowas. Was macht man denn da? Warte jetzt einmal, das muss ich jetzt ein bisschen überlegen. Was macht man denn da, damit der... Warte mal, ich könnte Adjektiv Angst. So, Adjektiv hinzufügen. Angst. So, Angst. Andere angesagte Angstlos. Antik. Arglose Abnorme. Abrupte Adrette Aerobe. Angeregt. Okay, mach mal angeregt. Aha. Zahn. Ah, leck mich doch am Arsch. Ich hab doch keine Ahnung, verdammte Scheiße. Ist mir auch egal. So, weiter geht's. Nein, ich will ja gar kein Additiv machen. Leck mich doch am Arsch, hey. So, ich will raus. Nein! Okay, dann gehen wir halt so raus. Gut, Leute, dann haben wir diese zwei Level gemacht. Fürs erste Mal wieder. Dann machen wir beim nächsten Mal wieder weiter. Wir sehen uns wieder. Tschüss!